Hi Leute, heute gibt es drei Videos zum Thema Bitcoin oder Kryptowährungen. In diesem Video hier werde ich euch zeigen, wie man Bitcoins kauft und es als Währung benutzt. Und in den anderen Videos werde ich euch erzählen, wie viel Geld ich mit Bitcoins und Kryptowährungen verdient und verloren habe. Falls ihr schon wisst, wie man sich Bitcoins kauft, sind die anderen Videos vielleicht interessanter für dich. So, hier ist das Tutorial. Aber Simon, ist es nicht verantwortungslos, den Menschen zu zeigen, wie man sich Bitcoin holt? Davon kauft man sich doch hauptsächlich Drogen im Darknet? Nein, mittlerweile kann man bei so vielen unterschiedlichen Unternehmen mit Bitcoin zahlen. Man kann sogar in meinem Open Mind Shop mit Bitcoin zahlen. Die beliebteste Methode zurzeit ist, sich Bitcoin über Coinbase zu holen. Das Geile für uns beide, wenn du dich über meinen Affiliate-Link bei Coinbase anmeldest, ist, dass du und ich 10 Euro in Bitcoin geschenkt bekommen, wenn du dir für mehr als 100 Euro Bitcoin oder eine andere Währung auf der Seite holst. Würde mich natürlich sehr freuen, vor allem, weil dieses Video hier an meinem Geburtstag online geht. Gratuliert mir! Die Registrierung bei Coinbase ist ziemlich selbsterklärend. Und ja, ihr müsst eure Identität bestätigen, indem ihr denen ein Foto von eurem Ausweis schickt. Bei mir hat das damals nur eine halbe Stunde gebraucht, bis meine Identität verifiziert wurde. Es kann sein, dass das jetzt bis zu einem Tag braucht, weil der Krypto-Hype zurzeit sehr hoch ist. Wenn eure Identität bestätigt wurde, könnt ihr euch direkt mit eurer Kreditkarte oder eurem Bankkonto Bitcoins kaufen. Aber auch andere Währungen wie Litecoin oder Ethereum. Spätestens ein paar Stunden nach dem Kauf sollte die Währung in eurem Coinbase Wallet gelandet sein. Aber wie zahlt man jetzt mit Bitcoin? Ich zeige euch jetzt das einfach mal mit meinem Shop als Beispiel. Also einfach das Produkt eurer Wahl in den Warenkorb, dann als Zahlungsmethode Bitcoin wählen und am Ende seht ihr dann eine Bitcoin-Adresse und den Bitcoin-Betrag, den ihr an die Adresse schicken müsst. Die Bitcoin-Adresse ist quasi das Äquivalent zur IBAN beim Bankkonto. Macht nun einen neuen Tab mit Coinbase auf, geht zu euren Wallets, indem ihr auf Konten klickt, geht dann auf Senden und kopiert dann den zu zahlenden Betrag und die Bitcoin-Adresse in die entsprechenden Felder und bestätigt das alles. Wenn ich egoistisch wäre und ich hauptsächlich nur den 10 Euro Coinbase Affiliate Bonus einsacken wollen würde, würde ich das Video hier beenden, aber ich möchte euch eine andere Bitcoin-Holungsmethode nicht vorenthalten. Da habe ich zwar auch einen Affiliate-Link in der Beschreibung, aber da bekomme ich immer nur ein paar Cents, wenn ihr damit was kauft. Ich spreche von der Seite Anycoin. Der Vorteil an dieser Seite ist, dass man sich da Bitcoins bis zu 100 Euro kaufen kann, ohne dass die irgendwie deine Identität bestätigt haben wollen. Ein weiterer Vorteil ist, dass Anycoin mehr Kryptowährungen anbietet, unter anderem Monero, womit man teilweise auch schon im Darknet zahlen kann. Der Vorteil von Monero gegenüber Bitcoin ist, dass da die Transaktionen so gut wie gar nicht zurückverfolgt werden können. Bei Anycoin hat man allerdings keinen eingebauten Wallet, das bedeutet, man muss dann entweder einen Wallet woanders anlegen oder man schickt die Bitcoin direkt an die Seite, bei der man was kaufen will. Das kann man als Nachteil oder Vorteil werten. Ich verwende sowohl Coinbase als auch Anycoin regelmäßig, um mir Coins zu kaufen. Aber auch viele andere Krypto-Plattformen. Falls ihr diese auschecken wollt, habe ich die euch verlinkt. Das war jetzt das Bitcoin-Tutorial. Klickt hier nun, um das Video zu sehen, in welchem ich erzähle, wie viel Geld ich durch Bitcoin gewonnen oder verloren habe.